Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum jetzt 30. Part und zur vorletzten Folge bei Wer weiß denn sowas mit mir verspackten Rage-Kegel. Und es beginnt die letzte Runde mit Team Elton, da wir uns jetzt ja in der vorletzten Folge befinden, weil es gibt ja gesamt 30 Sendungen hier in dem Spiel. Und wir haben dann leider alle fertig. Naja, es bleibt eben nicht aus. Also, wir starten ins Team Elton das letzte Mal und mal gucken, was wir raushauen können. Los geht's. Oh Gott, was ist das denn für einer? Hatten wir den schon mal? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Heute bei Wer weiß denn sowas? Bernhard Hoeker und Elton. Ah doch, ich glaube, den hatten wir schon mal. Ich glaube, also doch, das, doch, den hatten wir. Den, der war mal da. Wer weiß denn sowas? Wussten Sie zum Beispiel, dass eine Kaffeebohne beim Rösten deutlich an Umfang zunimmt? Ich finde, das sind Dinge, die man wissen sollte. Wir haben zwei wunderbare Teams, die heute hier gegeneinander spielen. Wir schauen aber wie immer zum Anfang der Sendung erst einmal darauf, wie viele Menschen sich hinter welchem Team versammelt haben. Denn auch heute durfte unser Studiopublikum ja wieder frei entscheiden, auf welcher Seite sie Platz nehmen möchten. Das Team Bernhard haben hinter sich gebracht. Und das Team Elton. Oh. Wir haben auch heute wieder 12 Kategorien mit 12 Fragen, 500 Euro für jede richtige Antwort und einen Publikumsjoker für beide Teams. Hier ist die Wand. Die Kategorien sind Einspruch, was passiert, wenn das Fragezeichen, Berufe, tierisch, tierisch, unter Wasser, Hund, Katze, Maus, Shopping im Garten, Staatsgeheimnis, total genial und das Wetter. Das Team, das mehr Menschen hinter sich versammeln konnte, darf die erste Kategorie auswählen. Welche Kategorie soll es denn zur Eröffnung sein? Entscheiden wir uns für das Fragezeichen. Klingt am vernünftigsten. Das Fragezeichen, bitte. Wozu wird Streufeuchte benötigt? A. Bei der Herstellung von Kaffeefiltern. B. Bei der Berechnung des Waldbrandgefahrenindex. Oder C. Bei der Sauberhaltung eines Molkereibetriebs. Ich habe keine Ahnung. Eventuell B? Hä? Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Sag mal, könnte es A sein? Ja, da sind wir uns auch einig. Wir nehmen A. Ich denke, du weißt es nicht. A ist eingeloggt. Und hier ist die Lösung. Über dem Waldboden verteilt liegt die Streuschicht. Diese besteht sowohl aus den Blättern des Vorjahrs als auch aus abgestorbenen Nadeln. Bei ausreichendem Niederschlag kann die Streu das circa Dreifache ihres Trockengewichtes erreichen. Die damit verbundene Feuchte wird als Streufeuchte bezeichnet. Ist das Feuchtgewicht der Streu höher als 35% gegenüber dem Trockengewicht, gilt es als nahezu zündresistent, unterhalb von 9% jedoch als sehr zündempfindlich. Somit hilft die Streufeuchte dem Deutschen Wetterdienst bei der Berechnung des Waldbrandgefahrenindexes. Mhm. Okay. 0 Euro auf dem Konto. Was soll eure erste Kategorie sein? So, was mir jetzt übrigens auffällt, das ist jetzt die dritte Folge hintereinander, wo wir nicht Essen und Trinken auf der Tafel haben. Und wenn sowas passiert, dann müssen wir eine andere Kategorie wählen. Komm, nehmen wir das hier. Das klingt eigentlich ganz gut. So. Was passiert, wenn? Was würde passieren, wenn es für einige Sekunden keine Sauerstoffatome in der Erdatmosphäre mehr gäbe? Gebäude aus Beton würden zusammenbrechen. Die Sonne würde den Himmel unglaublich hell erleuchten. Oder C, der Meeresspiegel würde steigen. Oh Gott. Pff.
ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Schließen wir aus. Mhm. Das kann theoretisch möglich sein. Die Sonne würde den Himmel unglaublich hell erleuchten, wenn es für einige Sekunden keine Sauerstoffatome in der Erdatmosphäre gäbe. Aha. Sehe schon mal nicht. Na gut, dann, also, da ich es nicht weiß, also, Elton würde sich jetzt auf B festlegen, dann mache ich das auch. Volles Risiko ist. B. Wir haben B eingeloggt. Und egal, welche Antwort jetzt richtig ist, wir bekommen auf jeden Fall spektakuläre Bilder. 1771 entdeckte Karl Wilhelm Scheele den Sauerstoff. Das häufigste und am weitesten verbreitete Element auf der Erde. Zumeist kommt Sauerstoff in seinen Verbindungen vor. Sein Anteil am Wasser beträgt beispielsweise 88,8%. Und fast alle Minerale und Gesteine in der Erdhülle sind sauerstoffhaltig. Beton enthält als wichtigen Binder CO2 und damit Sauerstoffatome. Ohne sie würden Betongebäude ihre Festigkeit verlieren und zusammenbrechen. Echt? Oh Gott. Es bleibt bei 0 Euro. Ich bin geschockt. Nächste Kategorie. Was hältst du von total genial? Entscheid du mal. Wir nehmen total genial. Oh yeah. Womit lassen sich gelbe Deo-Flecken in weißer Kleidung entfernen? Maismehlpaste, B, grünem Wackelpudding oder C, aufgelösten Gebissreiniger? Ich würde raten. Antwort D, in eine Waschmaschine packen. Zu A. A am wahrscheinlichsten, oder? Sag mal, fällt dir zu B was ein? B schließen wir aus. Wir sagen A. Ihr habt euch da sehr sympathisch auf A geeinigt. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Viele Deos verursachen in Verbindung mit Schweiß gelbliche Flecken im Stoff. Um die hässlichen Verfärbungen zu entfernen, lösen sie 1 bis 2 Tabletten Gebissreiniger in einer Schüssel mit warmem Wasser auf. Weichen Sie die weiße Kleidung für mindestens 15 Minuten in der Lösung ein und waschen Sie die Wäsche anschließend aus. Gebissreiniger enthält unter anderem Sodiumbicarbonat, Zitronensäure und bleichende Peroxide, die den Fleck zum Verschwinden bringen. Mhm. Wow. Also, leider kein Geld, es bleibt bei 0 Euro. Nächste Kategorie. Ich würde das T-Shirt ganz normal in die Waschmaschine packen und durchwaschen, aber na gut. Ist egal. Nehmen wir als nächstes jetzt, da wir hier was passiert, wenn in Sand gesetzt haben, nehmen wir Hund Katzen nicht raus. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Wir gucken mal. Bis auf sehr wenige Ausnahmen sind dreifarbige Katzen immer A. weiblich, B. Einzelkinder oder C. blauäugig. Dreifarbige Katzen. Dass eine dreifarbige Katze Einzelkind ist, glaube ich weniger. Das hört sich irgendwie alles ein bisschen komisch an, wenn ich da mal ganz ehrlich bin. Was sagt denn Elton jetzt zu den Antwortmöglichkeiten? Also ich bin ein bisschen jetzt zwiegespalten. Keine Ahnung. Ja, nein. Also C stimmt schon mal auf gar keinen Fall. Ja, dann müssen wir bei der Frage jetzt das Publikum fragen, weil ich will jetzt hier ehrlich gesagt nicht raten. Aber obwohl jetzt bei der zweiten Frage schon das Publikum mit einzubeziehen, das ist mir eigentlich noch ein bisschen zu früh. Also auch wenn es falsch sein sollte, ich werde jetzt auf A tippen. Wenn es halt falsch ist, gut, dann muss ich den Hate dafür eben tragen. Also kann es eigentlich nur A sein. Werden wir gleich sehen. Antwort A. Wir haben es eingeloggt. Wir überprüfen das jetzt. Wir lösen es jetzt auf. Dreifarbige Katzen, wie die rot-schwarz-weißen Calico-Katzen, sind selten.
Die Fellfarben wie Rot und Schwarz werden durch ein Gen bestimmt, welches auf dem X-Chromosom liegt. Weiß ist eine sogenannte Scheckungsfarbe und unabhängig vom X-Chromosom. Kater verfügen nur über ein X-Chromosom und können daher unabhängig von Weiß nur Schwarz oder Rot sein. Weibliche Katzen besitzen zwei X-Chromosomen und können daher, wenn beide Farbgene aktiv sind, auch eine schwarz-rote Färbung aufweisen. Eine dreifarbige Katze ist somit fast immer weiblich. Das gibt's ja nicht. 500 Euro, die ersten 500 Euro. Ich glaub's nicht. Also, nächste Frage. Sollen wir einfach tierisch-tierisch nehmen? Ja, da sind wir uns auch einig. Tierisch-tierisch, bitte. Wo platzieren in Japan lebende Krähen harte Nüsse, um ihre Schale zu öffnen? A. Unter Garagentouren, B. auf Straßenkreuzungen oder C. unter Funksendemasten? Antwort A. Das wäre zu einfach. Wäre B möglich? Das glaube ich nicht. C eventuell, oder? Halte ich für unwahrscheinlich. Das ist was fürs Publikum, oder? Wir fragen das Publikum. Es könnte schon B sein. Stehen Sie ruhig auf. Auf den Straßenkreuzen, so, weil und Sie in glauben, Japan das ist ja viel auf den Straßen los. Ja. Es ist eindeutig Antwort B. Das passt für mich am besten. Ihr entscheidet euch für B. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Forscher haben Krähen in Japan bei einer erstaunlichen Methode beobachtet, Nüsse zu knacken. Dazu nutzen sie die Ampelphasen an Straßenkreuzungen. Die Vögel deponieren die Nüsse ausschließlich dann, wenn die Autos rot haben. Bei Grün beobachten sie, wie die Reifen die Nussschalen aufbrechen und schließlich beim nächsten Rot seelenruhig über den Zebrastreifen zu den aufgebrochenen Nüssen zu spazieren und den Inhalt zu schnappen. Das ist ja süß. Und das wäre auch meine Antwort gewesen. Nice. Nicht? Wir machen weiter. So, was haben wir denn jetzt noch? Einspruch, Berufe, Shopping. Shopping, das ist auch so ein bisschen unter Wasser, Staatsgeheimnis, das Wetter und im Garten. Wir gehen mal auf das Wetter. Ich sag lieber noch nichts, aber ich will. Jo, alles klar. Aufgrund des Klimawandels könnten bald A. U-Boote tiefer im Pazifik tauchen, B. transatlantische Flüge länger dauern oder C. Containerschiffe schneller das Mittelmeer durchqueren. Ich weiß jetzt nicht, was Containerschiffe, also dass sie jetzt schneller das Mittelmeer durchqueren können. Also, das hört sich auch schon wieder alles, also alle drei Antwortmöglichkeiten hören sich ein bisschen komisch an. Ich persönlich wäre ein bisschen für A, habe keine Ahnung warum. Also B auf jeden Fall ausschließen. Ich würde C mal ausschließen. Okay, du meinst also wirklich, dass U-Boote tiefer im Pazifik tauchen können? Also könnten. Na gut, da ich wirklich gar keine Ahnung habe, halte ich mich jetzt einfach mal an Elten. Nehmen wir doch A, oder? A ist eingeloggt. Ja, bin dir. Wir werden es sofort überprüfen. Der Jetstream ist ein starker, bandförmiger Windstrom, der in großen Höhen von Westen nach Osten über den Atlantik weht. Durch die Erderwärmung wird er schneller und stärker. Das hat zur Folge, dass transatlantische Flüge, vor allem in Richtung Westen, wie zum Beispiel von London nach New York, in Zukunft länger dauern könnten. Okay. Durch den starken Gegenwind kommt es zu einem erheblichen Zeitverlust, höheren Kosten für Treibstoff und zusätzlichen umweltschädlichen Emissionen. Das heißt kein Geld für euch, es bleibt bei 500 Euro. Gut, das zu wissen. Wie geht's weiter? Ich bin aber noch nie irgendwo hingeflogen. Also sollen von daher... wir einfach Einspruch nehmen? Ja, da sind wir uns auch einig. Wir hätten gerne Einspruch. Stattgegeben.
eine Supermarktkassiererin darf es laut Gesetz ablehnen, wenn ein Kunde A. einen Kauf mit 40 einzelnen Münzen bezahlen möchte, B. ein Hühnerei per Kartenzahlung begleichen möchte oder C. eine stark verbeulte Einwegpfandflasche abgeben möchte? C. Das muss C sein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wäre für dich B eine Möglichkeit? Ich habe das noch nie gehört. Sagt dir vielleicht C etwas? C kann nicht sein. Ich nehme C. Doch, es müsste aber C sein. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Die Bezahlung mit bis zu 50 Münzen muss von der Kassiererin akzeptiert werden. Und wenn der Automat eine verbeulte Pfandflasche nicht annimmt, gibt's trotzdem Pfand zurück. Hauptsache, das Kennzeichen ist klar erkennbar. Nee. Doch muss ein Händler jeden Betrag mittels Kartenzahlung in Kauf nehmen? Nein. Laut Gesetz muss nur Bargeld akzeptiert werden. Denn die EC-Karte ist rechtlich gesehen keine Zahlung, sondern nur eine Anweisung an die Bank, diese in die Wege zu leiten. Nee, also das mit den Pfandflaschen, das ist aber wirklich richtig. Bleibt bei 500 Euro. Ja, wenn die Pfandflaschen zu stark verbeult sind. Also so war es jedenfalls bei meiner Zeit, wo ich jetzt bei Real gearbeitet habe. Und wenn der Automat nicht angenommen hat, wurden die auch von den Kollegen hinten außer Leergutannahme nicht angenommen, beziehungsweise auch nicht umgetauscht. Weil der Automat, also die Pfandflaschen, die müssen in einwandfreiem Zustand, so wie sie gekauft werden, müssen sie auch zurückgebracht werden. Egal, ob es jetzt eine Dose ist oder ob es eine Pfandflasche ist oder sonstiges. Die müssen einfach in einwandfreiem Zustand sein. Und also ich hätte jetzt auch, wie gesagt, ich wäre mit hundertprozentiger Sicherheit auf C gegangen. Und normalerweise ist es auch richtig. Aber egal, aus Kulanz kann man ja alles Mögliche umtauschen. So, beziehungsweise hier im Dings machen. Wir gehen jetzt, wo gehen wir denn jetzt hin? Am besten nach Hause. Nee, da sind wir ja schon. Gehen wir auf... Ja, komm, Berufe. Nehme ich sehr gern. Jo, alles klar. Er kann bei seiner Arbeit ein spezielles Geräusch hören. A. der Winzer das Fass winseln. B. der Schneider den Seidenschrei. Oder C. der Uhrmacher den Federknall. Wer kann bei seiner Arbeit ein spezielles Geräusch hören? Also jetzt beim Uhrmacher der Federknall ist das vielleicht das Geräusch, wenn er jetzt zum ersten Mal die Uhr in, ich sag mal jetzt in Startposition bringt, damit er sieht, ob die auch richtig funktioniert. Vielleicht das, dieses, von der Feder irgendwie dieses Startticken, dass es irgendwie so als Federknall bezeichnet wird. Also das wäre jetzt das Einzige, was ich so in die Möglichkeit bringen würde. Also C schließe ich schon mal aus. Okay, gut. War ja nur eine Idee von mir, Entschuldigung. Ich würde B nicht ausschließen. Du würdest B nicht ausschließen. Aber was ist denn dann bitte ein Seidenschrei? Nee, glaube ich nicht. Was ist im Schneiderwesen der Seidenschrei? Ich kann damit wirklich nichts anfangen. Aber sorry, also ich bin wirklich so, ich habe die Vermutung, dass C, also dass es mit dem Uhrmacher zu tun hat. Ich werde das jetzt auf meine eigene Kappe nehmen, wenn es falsch ist, gut. Den Hate, den nehme ich dann gerne entgegen. Kein Problem. Ja, also wir loggen C ein. So, hier kommt die richtige Lösung. Seide ist eine Faser, die zumeist aus den Kokons der Seidenraupen gewonnen wird. Sie ist die einzige in der Natur vorkommende textile Endlosfaser und besteht hauptsächlich aus Protein. Deswegen ist sie auch sehr empfindlich gegenüber Schweiß, UV-Strahlung und Hitze. Seide hat einen angenehmen Griff und eine ausgezeichnete Elastizität, was sie nicht so stark knittern lässt. Rafft man den Stoff zusammen, so kann man den unverwechselbaren Seidenschrei hören.
Es klingt ein wenig wie unter den Stiefeln knirschender Schnee im Winter. Mhm. Okay. Ja, gut. Dann lag ich eben falsch. Es bleibt bei 500 Euro. Wir haben noch 4 Kategorien. Aber man muss es halt mal austesten. Unter Wasser gefällt mir. Aber das finde ich zum Beispiel, gefällt mir gerade total gut. Ich muss aber ein bisschen aufs Ganze gehen. Wir hätten gerne unter Wasser. Forscher entdeckten Kraken im Meer vor Sulawesi, die A. Kokosnussschalen aufsammeln und sich daraus Häuser bauen, B. synchron mit ihren 8 Armen Tänze vollführen oder C. sich mit anderen Kraken verknoten, um gemeinsam zu jagen. Was hältst denn du von B? Warum sollten sie das machen? Ja gut, damit sie einen Partner finden oder Nahrung anlocken. Sag mal, was sagst du zu A? Wir schließen jetzt erstmal das A aus. Wie findest du C? Das kann ich mir total vorstellen. Wir nehmen C. Ihr sagt C. Hier ist die richtige Antwort. Die indonesische Insel Sulawesi befindet sich in der Celebessee. Das Gewässer ist für seine reichhaltige, maritime, jedoch noch weitgehend unbekannte Tier- und Pflanzenwelt bekannt. Forscher entdeckten dort ein Exemplar der Art Amphioctopus marginatus. Dabei handelt es sich um einen Kraken, der Kokosnussschalen vom Meeresgrund aufsammelt und sie dann bis zu 20 Meter weit trägt. An geeigneter Stelle baut er sich daraus ein kugelförmiges Schutzversteck. Dieses Verhalten ist der erste dokumentierte Fall von Werkzeuggebrauch bei wirbellosen Tieren. Das heißt, kein Alter, Geld für was? Euch, es bleibt bei 500 Euro. So. 3 Kategorien haben wir noch. Was man hier alles so für Informationen bekommt, das ist echt Wahnsinn. So, ich würde jetzt ganz einfach auf Staatsgeheimnis gehen. Nicht unbedingt, aber ich würde es trotzdem mal probieren. Überraschenderweise gibt es im Vatikan seit 2013 A. ein eigenes Cricket-Team, B. eine Geburtsklinik oder C. eine U-Bahn mit 3 Haltestellen. Ja, was soll es denn im Vatikan seit 2013 geben? Also wenn das eine Geburtsklinik ist, im Vatikan, naja. Ich würde es ein bisschen komisch finden, aber... Also was am ehesten passen würde, wäre Antwort A. Weil ich sage jetzt mal, eine U-Bahn mit 3 Haltestellen, ja... Fährst du von A nach B und dann von B nach C und dann wieder zurück. Also das würde ich, also wie gesagt, für mich wäre jetzt Antwort A. Ein eigenes Cricket-Team würde ich lustig finden, aber warum ausgerechnet Cricket? Das ist ja mehr Schweizer Garde, ist ja auch mehr Italienisch, hat ja überhaupt nichts mit Cricket, mit Englisch zu tun. Okay. Und warum nicht eine Geburtsklinik? Ich meine, die sind ja nicht alle Solo, Single. Also zum Beispiel die Schweizer Garde, die leben ja nicht im Zölibat. Die haben doch bestimmt auch Frauen. Also willst du mir jetzt damit sagen, dass es eine Geburtsklinik sein soll? Also der Vatikanstadt ist echt klein und 3 Haltestellen, das wäre ja hier, da und nochmal 500 Meter weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich bin nämlich auch nicht. Also ich würde jetzt... Also ich wäre eigentlich für Antwort A. Aber Elton, der wäre jetzt mehr so für Antwort B. Komm, wir gehen auf Antwort B. Ich nehme B, komm. Okay, wir loggen B ein, meine Damen und Herren. Aber die Frage bleibt, A, B oder C. Nur eine Antwort ist richtig. Kaum war Papst Franziskus 2013 im Amt, führte er sofort eine Neuerung im Vatikan ein. Er machte Sport zu einem wichtigen Bestandteil des vatikanischen Lebens. Im Oktober 2013 wurde aus zumeist indischen und sri lankischen Priestern ein Team gegründet, das sich dem britischen Nationalsport widmete. Der St. Peter's Cricket Club war geboren. Hätte ich doch mal auf mein Gefühl gehört. Na gut. Ach, schade.
zwei Kategorien und wir kommen zu eurer letzten Frage. Im Garten. Spricht mich an. Ja, dann lass uns die doch einfach nehmen. Im Garten. Bitte. Danke. Gern geschehen. Leiden Rosensträucher im Garten unter dem echten Mehltau? Hilft dagegen eine Mischung aus Wasser und A. frischer Milch, B. trockenem Rotwein oder C. kaltem Apfelsaft? Wäre B möglich? Das schließe ich aus. A vielleicht? Wenn du A sagst, ich bin dabei. Ich bin für A. Ihr habt A eingeloggt. Hier ist die Lösung. Kommt es während der Rosenblüte zu Temperaturschwankungen, ist die Gefahr groß, dass die Blätter und Knospen vom echten Mehltau befallen werden. Mehltau ist ein mehlig-weißer Pilz und muss behandelt werden. Am besten mit einer Mischung aus einem Teil frischer Milch und 9 Teilen Wasser. Haarmilch kommt nicht in Frage. Sie enthält weder Lecithin, das den Pilz bekämpft, noch Natriumphosphat, das die Pflanze stärkt. Die befallene Pflanze einfach mehrmals einsprühen und der Mehltau verschwindet. Vorbeugend gegen den Pilz kann man rund um die Rosen Lavendel pflanzen. Gut, also im Garten kriegen wir nicht auch, also von daher. 1000 Euro. 500 sind gerade dazugekommen. So, letzte Kategorie für euch. Eine Frage habt ihr noch zu beantworten? Komm, Elton, die letzte Frage müssen wir noch nicht beantworten. Warenpreise knapp unter runden Beträgen wurden laut eines Dozenten der Harvard Business School ursprünglich eingeführt, um A. nicht so viel Kleingeld in der Kasse zu haben, B. Diebstahl durch Angestellte zu verhindern oder C. die Kupferindustrie zu fördern. Warenpreise knapp unter runden Beträgen. Ich wüsste jetzt nicht, dass das hier... Also A kann ich mir nicht vorstellen, ich würde eher zu C tippen, beziehungsweise tendieren. Diesmal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es C. Das glaube ich nicht. Nein, ich würde B würde ich nicht sagen. Also, Elton wäre für C, ich bin ja auch für C. Aber ich werde trotzdem noch das Publikum mit reinholen. Das ist mir sicher. Wir nehmen das Publikum. So. Wer weiß das? Ja, stehen Sie ganz kurz auf einmal. Mhm. Ihr müsst euch entscheiden. Nehmen wir sie hier vorne. Du glaubst, die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Es ist eindeutig Antwort B. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. So, wir haben B eingeloggt. Ja, wer weiß, ne? Könnte alles sein. Mhm. Klingt spannend. Ist es auch. Okay. Die psychologische Wirkung von krummen Preisen auf den Kunden ist bis heute umstritten. Der Historiker Ralph M. Hauer von der Harvard Business School beschreibt 1967 in seinem Buch The History of Macy's einen nicht-psychologischen Grund für die Einführung der unrunden Beträge. Sie sollten den Diebstahl durch Angestellte verhindern. Die Verkäufer mussten wegen der krummen Preise mit dem Geld des Kunden zur Kasse gehen, um das Restgeld zu holen. So konnten sie es, laut Hauer, nicht einfach einstecken. 1000 Euro auf eurem Konto. Wie gut, dass wir das Publikum mit rangeholt haben. Also, wir haben einen Zwischenstand vor der großen Masterfrage, vor unserem großen Finale. Das Team Bernhard, 1000 Euro auf eurem Konto. Das Team Elton, 1000 Euro auf eurem Konto. Ja. Wir kommen zum großen Finale. Wir nennen euch zuerst die Kategorie, dann müsst ihr setzen. Dann kommt die Frage, ihr habt 20 Sekunden Zeit zu antworten und dann lösen wir es auf. Seid ihr bereit fürs große Finale? Die Kategorie, aus der heute unsere Masterfrage kommt, lautet Politik. Mal wieder. Bitte macht jetzt euren Einsatz. So, beide Teams haben 1000 Euro auf dem Konto. Pass mal auf, dadurch, dass wir jetzt ja die vorletzte Folge haben, also setzen wir jetzt mit Team Elton, ich setze jetzt wirklich alles auf eine Karte, ich setze die gesamten 1000 Euro, wenn es in die Hose geht, dann ist es eben so. Wir versuchen einfach jetzt das Beste hier nochmal rauszuholen.
Beide Teams haben ihren Einsatz getätigt. Ganz einfach. Dann kommen wir jetzt zur Masterfrage. Welcher dieser Bundespräsidenten amtierte zwei Amtszeiten? A. Gustav Heinemann, B. Heinrich Lübke oder C. Roman Herzog? Ihr habt jetzt 20 Sekunden Zeit. Ach du Scheiße. Ich habe so die Vermutung, dass das der Herzog gewesen ist. Ich muss raten. Also wissen tue ich es nicht. Es ist nur so eine Vermutung von mir. Wir schauen auf die Beträge. Was haben die beiden Teams gesetzt? Das Team Bernhard hat gesetzt. Alles. Das Team Elton. So, beide Teams haben ihren Tipp abgegeben. Und so haben sie getippt. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort C. Team Elton hat getippt auf Antwort C. Schauen wir auf die Auflösung. Heinrich Lübke war Bundespräsident von 1959 bis 1964. Gustav Heinemann war Bundespräsident von 1969 bis 1974. Roman Herzog war Bundespräsident von 1994 bis 1999. Und von 1964 bis 1969 war ein zweites Mal Heinrich Lübke Bundespräsident. Und damit beide Teams bei Null. Oh. Kein Geld für unser Publikum. Scheiße. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Morgen Abend wieder pünktlich um 18 Uhr. Wer weiß denn sowas? Ups. Ja. Kein Team gewinnt. 0 Euro. 0 Euro fürs Publikum. Ja, ne? Wunderbar. Mich haben wir ja in der letzten Folge mit Elton nochmal richtig reingehauen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und in der nächsten, beziehungsweise in der letzten Folge geht es in die letzte Sendung, in die genau 30. Folge hier bei den Sendungen hier. Und ja, dann sehen wir mal, was uns da noch so erwartet. Ich hoffe, ich schwitze nicht so doll. Alles klar. Leute, wir sehen uns gleich. Macht es gut. Tschüssi.